Ja, die Almanarmee ist zurück. Diesmal ist das Bloody mit dem Stab des Krieges und... I am Oma. One Man Army. Ja, Leute, guck mal, es ist ganz witzig, was wir gerade rausgefunden haben. Also, wir haben uns jetzt entschieden, solange wie wir die M60 behalten können, tauschen wir sie immer mal wieder aus. Erstmal gucken, wie... Ich kann nicht boosten, ich schaff es nicht. Ich schaff es nicht. Bitte töte mich nicht. So, also, ich kann das machen und dann immer mal wieder das und das und das. Wisst ihr, was ich machen kann? Ich kann das machen und das und das. Ach ja, die M60. Level geschafft. Dam, dam, dam. Oh. Ja. Oh, ich kriege mal den Feuersturm. Genau, aber den nicht hier drin. Hier müssen wir erstmal gucken. Weil hier kommen wir ja nicht rüber. Das ist Schwert. Ich will das Schwert haben. Schnauze! Dorfgrinder. Will ich nicht. Ach so, wir müssen den Dorfgrinder töten. Genau. Auf nach Havandir. Hol du dir das Schwert, ich halte den Dorfgrinder auf. Geh dir das Schwert holen. Ich krieg den Typen irgendwie nicht ins Visier. Bist du tot? Ja! Sehr schlaue Idee! Du sollst nicht immer in die M60 rennen. Ich kann auch nicht beim Gegner stehen bleiben. Jetzt töte dich doch erstmal. Schilde dich. Irgendwie Schaden mit dem Schwert. Oh, das mich Kälte-Kling. Kälte-Kling, sehr gut. Sehr schön. Also Leute, ihr glaubt gar nicht, was eine Kälteklinge alles ausmachen kann. Das wollte ich auch nicht. Haben wir den Dorfgrinder schon besiegt? Kommen wir da hinten eigentlich hinter dem Dorfgrinder hoch? Nein. Schaut euch an, wie viel Schaden die macht. Nicht mich, du streust ganz schön. Was erwartest du bei einem... Hör auf, du schubst mich in die Flammen! Mach ich gar nicht. Hey, ich hab in eine ganz andere Richtung geschossen. Ich schieß nach links und du standst da unten. Mach den mal, Moment. Nein, ich... Wir gucken auf den Kreis. Der Schaden? Ja, er macht Schaden. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Wenn du jetzt nicht an deine Waffen rankommst, ich sag's dir. So, wenn du jetzt immer noch sagst, ich schieß in die andere Richtung, wenn du immer noch sagst, ich treff dich. Ich bin auch immer sicher, das war ja zu viel. Nicht die Waffen hinter schicken. Genau, Krummstab und vor allen Dingen die Waffe wäre ja wichtig. Nein, bleib hier, nicht rumspringen. Ja, sehr gut, hab beides. Ich habe mich gerade erschrocken durch deinen Zauber. Du hängst da. Ich häng fest. Ihr müsst durch die Schenke. Ich gehe schon mal, ne? Damit ich euch was schenke. Oh ja, du machst frei und ich töte alles, was sich uns in den Weg stellt. Ihr seht schon, da hinten liegt eine Magik. Könntest du es bitte sein lassen? So. Lass mein Schild loswerden. Nein, nicht reinrennen. Gegner mit Schild kann man mit Stein auf dem Boden, mit Erdbeben sozusagen. Du triffst mich so ein bisschen. Ich habe gerade Leben auf mein Schwert gecastet. War nicht schlau. Nicht wirklich. So, hier haben wir eine coole Magik. Den Feuersturm. Möchtest du ihn gleich mal präsentieren? Ja, bitte nicht in meine Richtung. Moment, ich muss ihn kurz aufrufen. Da haben wir einen Feuersturm. Also, das müsste QF. So, und jetzt habe ich was falsch gemacht. Ja, weil du QF gemacht hast, nicht FQ. Achso, FQ. So, und dann, geh mal dahinter, kommt sowas. Bam. Ich habe schon viermal gemacht, aber passt schon. Ah!
das war schlau. Vor allem das Schöne ist, dass man schneller rumdrehen kann als bei so einem Arkanzauber. Ich hab Angst. Ich hab Angst, vor dir rumzulaufen. Kann ich gar nicht verstehen. Super, danke. Ich hab dich reingespült. Du hast mich nass gemacht. Rede mal mit ihm. Reden. Weißt du, wie das geht? So rede ich doch. Ich bin ein Mensch des Schwertes. Also eigentlich der Magie, aber ein schon. Schwert des Menschen. Ja, du bist halt ein Charakter in Magica. So reden Charakter in Magica. Nein, sagen eigentlich. Nee, ich glaube, ich rede Dänisch oder noch irgendeine nordische Sprache. Meinst du, das ist wirklich ein Energie? Die ist offen. Doch nicht. Ach, egal. Nein, ich habe aufgefroren. Das wollte ich gar nicht. Ich glaube, ich habe da hinten ein Bombenvieh getötet. Ja, ich habe da hinten ein Bombenvieh getötet, ohne es gesehen zu haben. Okay, das ist zwar jetzt etwas nicht mehr so viel mit Magikern und so, aber es macht einfach ziemlich viel Spaß mit diesem scheiß Ding. Wollen wir da hinten ein paar Leute retten? Oder töten. Hab sie gerettet. Oder töten, naja. Ist das hier irgendwie? Kommt doch bestimmt rüber, irgendwie. Retten wird auch überbewertet. Ja, guck mal, der kommt rüber. Sehr schön. Wenn die Dinger noch mehr Schaden machen würden, wäre schon heftig. Hey, Kontrollpunkt. Die M60, wir haben die M60 bis hierher gerettet. Sehr schön. Hier könnte man relativ leicht cheaten. Wäre kein Problem, aber wir versuchen es mal ohne, ne? Campen, nicht cheaten. Ja, meine ich ja. Eine schöne lange Lunte, natürlich. Umso länger die Lunte, umso besser. Wir würden natürlich niemals die Lunte am Ende, am anderen Ende anzünden oder so. Sieht das eigentlich? Hey! Ich kann einfach die Tiere in die Luft jagen! Ist das dein Ernst? Wo bist du, Mafi? Da. Warte mal. Sollen wir gehen? Normalerweise muss man die einfach aushalten, bis die Lunte abgebrannt ist. Also so haben wir es gemacht. Nein, Herr König, ich erwarte, dass ihr sterbt! Ha! Bedeutungslose Straßenzauber, was? Wollt ihr zusehen, wie euer geliebter König stirbt? Nichts und niemand hält die Maschine auf! Ja? Und weiter? Ja. Du hättest klicken müssen. Achso, ich hätte klicken. Ich weiß immer nicht, was ich klicken muss, weil ich hier die Tastatur umgestellt habe. Okay. Standard, du Schild, ja. Ich Feuer. Einfach nur Feuer? Ist egal. Mach, was dir Spaß macht. Schneller! Das ist einfach zu witzig. Muss ich mich selbst drum kümmern? Muss ich mich wohl selbst drum kümmern? Ich kann nicht reden! Ich brenne gerade. Wieso brenne ich? Du wegen dir. Ich brenne auch. Du brennst. Ist das Grimm hier? Nein. Scheiße, ich hab irgendein Schild. Achso, ich hab das Ding. Achso, es geht ja, glaube ich, nur um den einen Zauberer, oder? Ja. Ja, ich greife natürlich mal falsch. Ne? Warum war da noch Leben drin? Wow.
Er hat dir gerade geholfen, seinen Kumpan zu töten. Ich glaube, ich habe die Richtung getötet. Und ich hatte Spaß gehabt. Das ist Sparta. Hast du gerade gesehen, wie das Blut verschoben wurde? Ja, ja. Das ist nicht Sparta, das ist Star Wars. Ja, ich weiß, aber das war Sparta. Risa Kun Khan, era mehr Blodjamana Dederin. Hier an old Uzifara back attack. Captain, prep the Krimer. We spot some for Frostfjord. We spot some for Krieg! 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 Schön. Wir haben wieder ein Level geschafft und haben immer noch das M60. Hier waren übrigens noch Stäbe des, hier waren übrigens noch Stäbe des Kriegs, die hat man mitgenommen. Krieg! Und die Menschenarmee bereitete den Gegenangriff vor. Bei Sonnenaufgang waren es Tausende, naja, Hunderte, aber ganz bestimmt 50 standhafte Männer. Dank der jüngsten Teambuilding-Übung waren sie schwer auf Zack und bereit, den furchterregenden Kriegsherrn Khan zu besiegen. Hunderte, Tausende! You can blow your camp burger for quicks per guy the troller man passing round. Ever Madner? I should care. Leave a easy trick trick blood. Time is to move the harbinger. Leave a harbor to hide our ransom cramming. They will come first, blood your crack soil. The hand and Krita. Blood your first best crafty troll man. They Durenblick, who clamped. Jasporar, the core of Bamkmir, loot the quill. So. Ja, und er hat alles erwartet, dass der Typ da runterfällt. Da er nicht runtergefallen ist, Bam. Du darfst ja auch noch den anderen Typ dann nehmen. Ja, ja, ich schmeiß den hier rein. Du weißt, der ist ein bisschen schwer. Ja genau, den musst du erstmal freistellen. Huch. Na! Halt runter! Danke. Da waren es nur noch 48, kommen wir rein? Vielleicht? Vielleicht gibt's ja auch noch was, wir brauchen noch. Stock mit Wurst! Ist das eine Nahkampfwaffe? Nimm dir mal die Stock mit Wurst. Da liegt irgendwo Stock mit Wurst. Ich bin nicht armeetätig. Ich hab. Wo liegt der? Da hinten liegt er jetzt. Was macht der? Stock mit Wurst. Der feuchte Traum eines jeden Kräuterkunden. Ah, das ist der Krummstab. Achso. Krummstab. Immun gegen Gift. Umschlingt Ziele mit Wurzelwerk. Ist die aktive Fähigkeit. Naja, nicht ganz. Aber Stock mit Wurst. Auf den ersten Blick ist es ein gewöhnlicher Stock. Aber dieses Schätzchen krönt eine köstlich aussehende Wurst. Schadenstyp Körper niedrig. Extras schnell. Erhöht Wahrscheinlichkeit gegnerische Angriffe. Das Ding zieht hier. Leute, ich bekomme gerade einen Anruf. Da muss ich nachher zurückrufen. So viel Zeit müssen wir noch haben. Ich überlege, ob ich das Ding mitnehme. Dann zieh ich nämlich die Aggro auf mich. Und ich kann die Leute wegballern. Du kannst die Leute abschießen und dann verschanze ich mich unter Schilden. Wir haben uns hier letztes Mal, glaube ich, noch nicht umgeguckt, so sehr. Nicht? Wie dreist von uns. Ich glaube, hier ist auch nichts außer Zelten und... Menschen. Stirb an der Wurst! Macht halt sowas für gar keinen Schaden. Aber sie ist schnell. Das muss man ihr lassen. Nein, ich wollte ihn mit der Wurst erschlagen. Kannst du ihn dann mit der Wurst erschlagen. Okay, dann schlage ich den dann mit der Wurst. Ich treffe dich mit der Wurst. So, jetzt. Ach, scheiß auf die Wurst. Hier liegt noch eine Axt. Ist da hinten noch was? Nee. Ja, hier liegt auch noch eine Axt, aber ich nehme die Wurst mit. Ach, ich weiß, was jetzt kommt. Hier hätte wäre mehr das Lemmenklappbacken.
Röllemann der Krimmel Padawand, neben alle Enkle Klatkan. Die kämpfen Kahn. Der Kanner auf Fina Fell. Ich glaube, ich war auch jetzt auch was kommen. Ich glaube, die M60 wird da sehr praktisch sein. Okay, da würde ich erstmal sagen, wann ist die M60 nicht praktisch? Oh ja. Die einfach stehen bleibt. Nein. Und irgendwie nicht getroffen wird, aber egal. Ich baller gleich mal mit der M60 vor, ne? Also es scheint wirklich zu klappen, dass die Leute mit der... Also man könnte sagen, es geht um die Wurst. Und ja, ich weiß, dass dieses Wortspiel echt schlecht war. Amt. Da liegt eine Magik. Ich will auch mal eine einsammeln in diesem Spiel. Stimmt, ich hab die bisher da eingesammelt. Zeitzerrung? Moment. Ah, das ist doch diese Zeitlupe. Moment, kannst du eigentlich... Das muss ich mal versuchen, warte mal. Eis und Schild. Ist für uns halt, du hast halt mehr Zeit, um deine Aktionen zu planen. Stimmt, Gegner bewegen sich langsam. Du sollst mich nicht ständig nass machen. Ich würde eigentlich das machen. Guck mal, ob du das mit deiner M60 anzünden kannst. Nein, auch nicht mit Mündungsfeuer wahrscheinlich, oder? Nee. Damit. Ich hab Lebensschild. Oh, warte mal, vielleicht kann ich das, wenn ich das direkt dorthin. Es ist weg. Es war eine Falle. Wie geil war das denn gerade? Aber ich glaube, der macht ordentlich Schaden am Schild, der macht ordentlich Schaden am Schild. Wenn der uns trifft. Oh, geht. Wenn er so wenig Schaden macht. Warte mal, der macht wirklich so wenig Schaden. Dann hau mal Barrieren raus, ich halte das Schild mal. Kannst du, eine Kältebarriere nutzen, genau. Schade, dass ich hier jetzt noch nicht rauskomme. Darf ich dir das Schild kaputt machen? Von mir aus. Okay. Oder so. Du stehst im Weg. Habe ich dir schon gesagt, dass du im Weg standest? Ich wollte gerade hassen, damit die mich nicht treffen. Rette den Stock mit Würstchen, lass die M60 sein. Oder ich belebe dich einfach wieder. Nein, du kannst nicht einfach mich retten. Retten den Stock mit Würstchen. Der Stock mit Wurst ist nicht wieder, schon klar. Wo ist der Stock mit Wurst? Wo ist er? Irgendwo hier muss der Stock mit Wurst liegen. Da unten liegt er. Da ist ein Dagger. Also irgendwie. Da unten. Da ist der Stock mit Wurst. Guck mal, rechts unten geht's vielleicht noch. So. Neuer Stab wäre mal cool. Lass mit der Maus abgehen. So, wir werden uns noch was kurz hier angucken, ein bisschen hier umgucken und dann. Machen wir schon wieder Schluss? Genau. Und dann kann ich meinen Anruf zurückverfolgen. Wen schießt du? Ich glaube, hier ist nichts weiter. Jetzt hätte ich beinahe auf dich geschossen. So, dann würde ich sagen, dann triggern wir die noch. Oder der nächste Gegner kommt, ne? Alter, wie rennt der aus? Ja, aber der hatte keine Chance, weil er anscheinend... Oh, das war ein Hexmeister. Weil er anscheinend vom M60 zurückgeworfen wurde. So, dann würde ich sagen, du kannst dir den Stab da noch holen. Nein, oder? Ich brauche es nicht. Okay, dann holen wir den in der nächsten Aufnahme. Und das würde ich sagen, dann war es das für heute mit Magica. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.